Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Wir werden uns heute mal was ganz Besonderes anschauen, und zwar: Ist Steppen going to zero? Handelt es sich bei Steppen um einen Ponzi-Scam oder eben nicht? Haben die Entwickler vielleicht nur Pech gehabt, dass sie jetzt gerade eine Bärenmarktphase erwischt haben, wo es gerade so richtig losging? Oder handelt es sich, wenn man sich hier mal den Chart anschaut, um den Abverkauf des eigenen Teams? Da gibt es verschiedene Gerüchte im Internet und verschiedene Mythen. Natürlich weiß es keiner so ganz genau, aber ich bin ehrlich, ich kann beide Lager verstehen. Ich persönlich habe ja zum Beispiel während dieser Phase hier mein Selbstexperiment gemacht und bin seitdem Feuer und Flamme gewesen für Steppen, weil man wirklich richtig, richtig gutes Geld verdienen konnte mit sehr, sehr wenig Aufwand. Ja, mittlerweile sieht das Ganze komplett anders aus. Der Kurs ist bei 10 Cent und berechtigterweise kommen extrem viele Zweifler auf den Plan und fragen sich, ist es hier vielleicht ein Scam, so eine Art verlangsamter Exit-Scam, dass man also ganz langsam als Team seine ganzen Bestände verkauft hat, um dann eben irgendwann Ciao zu sagen? Oder hat sich das Team einfach total verkalkuliert, weil plötzlich so ein riesiger Hype kam und so viele neue Leute dazu kamen, dass ihnen ohne böse Absicht einfach die Inflation zum Verhängnis wurde? Werden wir uns gleich anschauen. Für all diejenigen, die sich vielleicht immer schon gefragt haben, so wie ich zum Beispiel, woher kommt eigentlich dieser Begriff Ponzi-Scam oder Ponzi-Schema? Der Begriff kommt von einem Italiener, der in Amerika lebte, und zwar Carlo Ponzi bzw. Charles Ponzi. Und er hat genau ein solches Konstrukt damals aufgebaut, bei dem eben er sehr viel verdient hat daran, dass er neue Leute an Land gezogen hat und die wiederum auch nur Geld verdient haben, wenn sie wiederum neue Leute an Land ziehen. Und den letzten beißen dann bekanntlich die Hunde. So funktioniert so ein Pyramidenscam. Das heißt, die neuen Leute bezahlen die bestehenden Leute und wenn irgendwann keine neuen Leute mehr kommen, bricht alles in sich zusammen. Und diese Befürchtung wird nun sehr stark geäußert im Netz, wenn man sich mal umschaut bei Steppen. Viele Leute sind aktuell einfach unsicher und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was er dazu sagt. Lasst uns loslegen. Warum ich ausgerechnet Coinsider euch heute zeige, ist ein richtig, richtig geiler Kanal und Coinsider hat einfach mal den Terra Luna Crash 3 Monate bevor passiert ist prophezeit und eine ganz genaue Analyse aufgestellt, warum Terra und Luna zusammenbrechen werden. Deshalb nehme ich das schon sehr ernst, was er erzählt, habe ihn auch abonniert und kann euch das gleiche nur empfehlen. Macht sehr, sehr geile Videos und jetzt genug gelabert. But lasst uns direkt loslegen und let's go. Is Steppen a Ponzi that's headed to zero? Heck, are all these play-to-earn games headed to zero? Well, this was one of the most debated questions in the entire crypto world, so I had to take a look for myself. I did a ton of research, and what I discovered was shocking. So in this video, I'll share with you everything that I found out about Steppen and answer the following questions. Is it a true Ponzi? And would I ever invest in it? But first, we gotta start with play-to-earn project. Also ihr merkt schon, sehr sympathisch, sehr solide und vor allem sehr faktenbasiert das Ganze. Das gefällt mir ja mal wieder richtig gut. Ja, also von daher lehnt euch zurück, genießt die Show, er macht das richtig, richtig gut. Because the criticisms against Steppen honestly apply to every project in this niche. So play-to-earn gaming is a really simple concept. Basically, you play some game and you earn tokens in return that you can trade for real money. Usually the process goes as follows. First, you buy some NFT to get started. And that NFT could represent a character in the game or an item perhaps. Second, you earn their tokens as you play the game. Also erklärt ja auf jeden Fall nochmal, Steppen ist nicht das erste Game, das also so aufgebaut ist, dass man da Geld verdienen kann, indem man das nutzt, sondern es gibt ja schon viele verschiedene Spiele, die das vorgemacht haben. Steppen ist jetzt nur der Pionier im Bereich des Bewegens, also der physischen Aktivität, wo man denn wirklich Geld mit verdient. Und er erklärt jetzt gerade, wie alles beginnt. Egal, wo ihr hinschaut, alles beginnt eigentlich damit, dass man mit irgendwas starten muss, also sich zum Beispiel einen Charakter kaufen muss oder ein bestimmtes Item kaufen muss, um loslegen zu können. And third, you can use those tokens to do in-game actions like upgrade items, or you could cash out by selling them on the open market. Sounds simple, right? Then why do so many people call this a Ponzi? Well, it all comes down to demand. Like, where does the money come from to let these players cash out? Is it only from new users and speculators buying their tokens? Or is there real value that makes players want to buy these tokens to use? Und das ist eben die Frage, weil viele immer sagen, wo ist denn jetzt der Unterschied? Und ich bin ehrlich zu euch, ob Ponzi oder nicht Ponzi ist manchmal nur ein schmaler Grat. Es geht, wie ihr gerade richtig erklärt habt, also darum, gibt es einen wirklichen Nutzen und einen Anreiz für die Leute, diesen GST in diesem Fall auszugeben? Oder geht es nur darum, immer wieder neue Leute zu finden, die nachrücken und damit das System finanzieren? Also kann sich das System auch mit bestehenden Usern durchfinanzieren oder immer nur mit Nachschub? Und wenn es nur mit Nachschub geht, dann haben wir eben so ein Ponzi. Und wenn wir eben nicht diesen Nachschub benötigen, sondern das Ökosystem auch mit bestehenden Leuten überleben könnte, dann ist es eben keiner. Use them inside the game, right? Like these game economies need to be self-sustaining. There needs to be a careful balance between players buying and selling. Or else things may just crash to zero once prices stall and demand goes down.
Unfortunately, most play-to-earn games these days do require a steady stream of new players for them to work. Because if demand drops, then the liquidity pools all get drained by early players taking profits, and then... Ja, das ist eben das Problem. Wenn keine neuen Leute reinkommen, dann verfliegt so ein bisschen der Hype. Dann sind die Leute auch nicht mehr bereit, so viel Geld auszugeben für jeden einzelnen Token. Dazu kommt dann auch noch, dass die bestehenden Leute, wenn sie merken, dass es nicht mehr jeden Tag um 20, 30 Cent nach oben geht, irgendwann dann auch sagen, okay, jetzt verkaufe ich mal meine ganzen Bestände. Und das ist der Grund, warum die allermeisten Projekte da draußen eben nicht in der Lage sind, mit ihren bestehenden Usern zu überleben. And then nothing's left for the new players who just came in. And that is the Ponzi part of it. Because new players are literally coming in to let existing ones exit. This isn't just theoretical, by the way. We've seen this happen to actual projects in this niche. Take Axie Infinity, for example. The most popular. Das ist doch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Axie Infinity. Ich blende euch hier mal eben den Chart ein. Da seht ihr mal, wo wir in der Spitze waren. Weit über 100 Dollar. Und aktuell sind wir, glaube ich, so ungefähr bei 15 Dollar. Und das ist jetzt auch schon nachdem es noch viel tiefer ging eine Zeit lang. Also das ist jetzt schon nach der Erholung, ja. Und somit ist Steppen also nicht alleine mit seinem Problem, sondern dieses Problem haben bisher alle Anwendungen gehabt in dem Bereich. Most popular play-to-earn game of all time. They absolutely rocketed during 2021 and reached an all-time high of around 2.5 million daily active users. But after a while, the prices of their tokens and NFTs inevitably dropped. And that caused their active players to drop as well. It wasn't a tiny drop either. Close to 75% of their daily players. Und das ist ein weiteres wichtiges Problem, was viele Spieler haben und auch Steppen hat. Denn nicht nur, dass keine neuen Spieler dazukommen und die bestehenden Spieler ihre Bestände auszahlen, dazu kommt auch noch, dass ganz viele Leute die Lust verlieren zu spielen. Das heißt, selbst wenn du, sagen wir mal, Kunden gewonnen hast, sind die Kunden einfach nicht aktiv. Und das ist natürlich auch sehr verheerend. Jetzt hast du super viele Spieler an Land geholt, aber am Ende spielt keiner wirklich aktiv und von daher kann auch kaum jemand etwas ausgeben und das ist dann eben eine große Problematik. Left. And that confirmed that most players were just playing for the financial benefits, not because it was fun and they wanted to. It really looks like all these play-to-earn games focus too much on the earning aspect and their tokenomics were never sustainable. But das ist es. Die allermeisten, ich eingeschlossen, spielen das insbesondere, weil sie gerne damit Geld verdienen möchten. Klar, ich bewege mich auch und das ist auch tatsächlich aktuell, wo der Kurs so niedrig ist, meine Ambition oder meine Motivation. Mir gefällt es mittlerweile tatsächlich auch der Bewegung wegen, aber sind wir ehrlich, die allermeisten Spiele, insgesamt das Crypto-Space ist eigentlich so aufgebaut, dass es hier darum geht, Geld zu verdienen. Und wenn das wegfällt, dann verlierst du ganz, ganz schnell das Interesse an den Sachen. Es ist schade, aber so ist es nun mal aufgebaut. But what does that mean for Steppen? Does that mean that they're an unsustainable Ponzi too? Or were they able to learn from their predecessors and build a game that's more sustainable? Well, that is a great question, but before we get there, a quick shout out. Ja, das ist die Frage der Fragen. Können Sie aus den Fehlern Ihrer Vorgänger lernen und es besser machen oder kommen Sie genau in die gleichen Problematiken und wissen sich da nicht zu helfen? Das ist die Frage der Fragen, hat er vollkommen recht. Shout out to our video sponsors AAX. Okay, das überspringen wir mal eben. Steppen, this project was a pioneer in the move to earn space, which is pretty much the same as play to earn. Just instead of playing a game, you do physical activity to earn tokens. Their whole idea is this: if you're gonna move anyways, why not get rewarded for it? Well, to get started, you need to download their mobile app and then get an invite code from the Telegram or Discord. Steppen runs on Solana, so you gotta set up a Solana wallet in their app. Then you send SOL there and use that to buy an NFT sneaker from their in-app marketplace. Er erklärt das wunderbar. Also ihr startet, wenn ihr, oder man beginnt bei Steppen so, dass man sich einmal die App runterlädt, einen Aktivierungscode braucht, den kriegt ihr zum Beispiel bei uns in der Telegram-Gruppe. Dann müsst ihr euch ein Solana Wallet erstellen, das geht auch innerhalb der App und dann müsst ihr euch erstmal SOL raufzahlen, damit ihr dann euren ersten Schuh kaufen könnt. So funktioniert das Ganze, falls ihr da gar keine Berührungspunkte habt mit dem Thema. After you have one, you can start running, walking or jogging to receive GST tokens. You can't just work out forever though. There's a limited amount of energy points that determines how long you can earn rewards for. And once those run out, you have to wait until they recharge. Ganz genau, also du hast deinen Schuh, mit dem kannst du dann laufen und nach einer gewissen Zeit wirst du merken, dass deine Energiebalken verschwinden oder immer weniger werden. Die Energiebalken laden sich immer mal wieder auf, alle 6 Stunden, aber du hast halt eine begrenzte Energieanzahl am Tag. Und auch wenn du dich ganz, ganz viel bewegst, irgendwann ist die Energie alle und sobald die alle ist, kriegst du auch keine Rewards mehr. Rewards sind die schon mehrfach angesprochenen GST-Token und mit diesem Token kannst du dann entweder entscheiden, ob du ihn dir auszahlst, ob du ihn benutzt, um deinen Schuh stärker zu machen, indem du ihn levelst, oder ob du sie vielleicht einfach nur sparst und damit irgendwelche
welche Aktion innerhalb der App machen möchtest. So far I mentioned their GST token, but they actually run on a two token system. GST is their utility token that you earn from moving, and it does not have a maximum supply cap. Das ist nochmal sehr wichtig. Es gibt zwei Token bei dem Konstrukt und der GST, also der, den wir gerade gesehen haben, der silberfarbene und der, über den wir die ganze Zeit sprechen, er hat die Problematik, dieser Coin wird erzeugt, wenn du läufst. Also jedes Mal, wenn du läufst, bekommst du ja GST. Die werden eben dann aus dem Nichts erzeugt. Und jedes Mal, wenn du ein Level machst oder irgendwie was kaufst in der App oder so, dann wird der verbrannt. Ja, und so soll eigentlich ein Gleichgewicht entstehen. Das Problem ist aber, dass bei dem GST-Token kein Supply maximiert wurde. Das heißt, es gibt unendlich viele theoretisch. Also wenn es, sagen wir mal, 1 Million neue Spieler gibt, die alle gleichzeitig laufen, dann gibt es auch plötzlich für alle diese 1 Million Spieler wieder neue GST. Und wenn die dann gar nichts ausgeben, haben wir ein riesiges Problem. Und genau das ist die Problematik, die wir gerade erfahren. Es gibt halt viel zu viele GST am Markt und bislang eben nur überschaubar viele Möglichkeiten, die auszugeben. Und dadurch entstand eben die bisherige Inflation. GST is their utility token that you earn from moving. And it does not have a maximum supply cap. You use it for a ton of in-game actions like minting shoes, leveling up stuff, upgrading gems, etc. Then you have GMT, which is their governance token that has a maximum supply cap of 6 billion. Und das ist jetzt der Hauptcoin, der GMT. Davon gibt's auch nur 6 Milliarden Stück und davon sind jetzt 10% am Markt. 6 billion tokens. You can burn it for some in-game upgrades, like increasing the probability of minting better sneakers or things like that. In the future, they also plan on letting you earn GMT when you have a level 30 sneaker or above. Okay, so in Zukunft soll es auch noch möglich sein, dass ihr nicht nur GST verdienen könnt, sondern auch GMT verdienen könnt. Dazu muss man dann einen Schuh haben, der schon sehr hoch gelevelt ist, auf Level 30, das ist die aktuell maximale Stufe, und dann kann man eben auch GMT verdienen. Und ich kann nur aus der Community sprechen, wir alle warten und fiebern eigentlich darauf hin, dass endlich GMT freigeschalten wird, weil wir die Hoffnung haben, sobald dann ein solcher Token kommt, der auch nach oben hin gedeckelt ist, hat man eben nicht mehr so eine krasse Volatilität wie jetzt bei einem Coin, der theoretisch unendlich druckbar ist. Okay, so that's the basics, but now let's turn to the Ponzi debate. And look at three areas in particular that could be unsustainable for Stepin. The first has to do with token inflation. Inflation has to be carefully controlled because if the supply grows too much, then the value of each token decreases and that leads to a lower payout for players, which could cause them to leave in droves. So for GMT, only 10% of its supply is circulating right now. So there's going to be a lot more hitting the market in the future. Über das Thema Inflation haben wir ja gerade schon gesprochen bei GST, aber auch bei GMT befürchtet er jetzt zumindest eine Inflation, denn er sagt, es sind ja 6 Milliarden Coins insgesamt verfügbar, 10% sind am Markt, aber die anderen 90%, die sitzen noch beim Team. Und von daher geht er davon aus, dass diese auch irgendwann auf dem Markt zur Verfügung gestellt werden müssen und dann werden wir auch dort eine heftige Inflation erleben. In the future. Up to this point, the team has only done some buyback and burns for GMT, but those were just one-off events and they're definitely not a sustainable strategy. Now for GST, that's an even bigger problem because there's no limit to the amount that can exist. So the more users that join, the more GST is printed to reward them and that could lead to runaway inflation. Genau, er sagt es auch nochmal, also je mehr Leute dazukommen, desto mehr Leute erlaufen sich GST und desto schlimmer wird dann die Inflation. Man braucht einfach deutlich mehr Möglichkeiten, wo man dann auch sinnvoll GST ausgeben kann, ja. Und das ist, glaube ich, genau das, wo das Steppen-Team jetzt ran muss. To counteract this inflation, the team has to design great token sinks. These are just ways that the players can use GST, so that it stays inside the Steppen ecosystem and doesn't go hit outside exchanges. But there's a problem here. There are two types of sinks out there, and only one of them is good for the game long term. The first type are your net positive sinks. These reduce the circulating supply, but they increase the rate of emission. That means in the long haul, inflation still goes up. Most of Steppen's sinks fall into this category as of right now. For example, if you spend GST to upgrade your shoes, that's good because the supply is decreased, but it also increases your earning rate, which means more GST will be printed to reward you. Der erste Punkt ist, man möchte eigentlich versuchen, irgendwie die Leute dazu zu bringen, dass sie ihre GST verbrennen. Und das tut man ja auch bei Steppen, indem man ihnen eben sagt, hey, wenn du deinen Schuh hochleveln willst, dann musst du dafür bezahlen. Und zwar GST. Sehr, sehr cool. Man verbrennt dadurch GST. Nachteil ist aber, nachdem du levelst, wird dein Schuh stärker. Und wenn er stärker wird,
dann kann er beim nächsten Run noch mehr GST verdienen. Und das ist dann natürlich dramatisch, weil fürs Update musste man nur einmal bezahlen, aber man kann danach immer wieder die Vorzüge seines jetzt stärkeren Schuhs nutzen. Und das ist definitiv nicht gut. Das heißt, hier wird die Inflation kurzfristig besiegt, aber dann sehr, sehr schnell wiederkommen und dann auch noch schlimmer als vorher. On the other hand, net negative things also reduce the circulating supply, but they decrease the overall rate of emission, which means less inflation long term. These types of things are much better for sustainability. And one way to create them is to give players fun things to spend their tokens on that's not related to their earning potential. So the Seppin team needs to urgently create a lot of these. But ja, das ist natürlich jetzt der zweite Weg. Man muss Möglichkeiten finden. Viele Spiele machen das ja zum Beispiel über so Outfits, also so verschiedene Skins, die man sich kaufen kann, so optische, kosmetische Dinge. Sowas könnte man drüber nachdenken. Also es muss einfach irgendwelche sinnvollen Wege geben, wo man GST für investiert, ohne dass der Schuh jetzt deutlich stärker wird und am Ende doch noch mehr verdient. Es muss also eine Möglichkeit geben, wo die Ausgabe wirklich eine Ausgabe bleibt und nicht irgendwann umgemünzt wird in eine höhere Einnahme. But prices going down due to inflation isn't the only problem here. Prices going up too quickly is also a major issue. And that's the second unsustainable part here. If GST prices spike too much, then existing holders or players are super happy. But it also prices out new users and thus slows down growth for the game. Because remember, you need to buy GST to mint new sneakers. But if that costs too much, then no one can afford it. So this aspect needs to be carefully balanced to make sure that existing players do get good profits, but it's also price friendly for newcomers. And lastly, the third unsustainable piece. Ja, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was den Preis betrifft. Also natürlich, wenn der Preis extrem doll steigt, dann freuen sich natürlich die ganzen bestehenden Spieler, aber es werden keine neuen Spieler kommen. Gleichzeitig darf der Preis aber auch nicht zu niedrig sein, weil sonst die ganzen bestehenden Spieler ihre Lust verlieren. Also das ist wirklich ein richtiger Seiltanz, ganz, ganz schwierig da irgendwie den richtigen Weg zu finden. Und da muss Steppen definitiv nochmal einen richtigen Regler finden, um das irgendwie in die eine oder andere Richtung bewegen zu können, wie sie es gerade wollen. Und das wird, glaube ich, die kniffligste Aufgabe, hier einen Regler zu finden, der Steppen und dem Team dann die Möglichkeit gibt, dass sie den bewegen können, wie es gerade benötigt wird, um das Spiel eben in Balance zu halten. And lastly, the third unsustainable piece has to do with the number of NFT sneakers out there. The sneakers to users ratio is very important to keep our eyes on, because if that number gets too high, which means too many sneakers out there per user, then it could lead to a death spiral. So let's say that we're at a point where there are more sneakers than users, then that leads to less competition for each sneaker. And that means the price of the sneakers will fall, which means why not just buy them from the marketplace instead of mint new ones using GST? Which means less people would buy GST for minting purposes, which leads to lower token prices. And that leads to lower earnings for players, which means less people will want to play. And that leads to more sneakers out there than you. Wow, also er hat das mal richtig geil gemacht. Erinnert mich ein bisschen an diese Todesspirale von Luna. Also er sagt Folgendes. Wenn es mehr Sneaker gibt als Spieler, dann gibt es dementsprechend auch weniger Kampf um die Schuhe. Ja, dann werden die Leute eben auch bereit sein, die Schuhe deutlich günstiger abzugeben, als es sonst Not hätte. Das heißt, insgesamt werden die Preise fallen von den Sneakern. Und da kommt jetzt was ganz Gravierendes ins Spiel. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es einige Ausgabemöglichkeiten gibt, eben zum Beispiel durch das Hochleveln. Aber man kann zum Beispiel auch, wenn man einen Schuh hat und noch einen zweiten Schuh, kann man die beiden sozusagen paaren, das nennt sich Minten, und dann wird daraus ein neuer dritter Schuh. Ja, das heißt, man kann seine beiden Elternschuhe behalten und hat noch einen neuen Schuh. Und dieses Minting kostet auch wiederum GST. Jetzt ist aber das Problem, dass die Schuhe so günstig sind, dass es mehr Sinn macht, direkt einen fertigen Schuh vom Marktplatz zu kaufen, als sich die Mühe zu machen und so teuer jetzt einen neuen Schuh zu minten. Dadurch wird noch weniger GST benötigt, weil man wissen muss, auf dem Marktplatz wird alles mit Zoll gehandelt. Also wenn man denn einen Schuh kauft, dann wird das mit Zoll bezahlt und das hat dann wiederum gar nichts mit GST zu tun. Ja, und das führt dann wiederum dazu, dass GST keinen richtigen Nutzen hat, dadurch geht der Preis dann flöten, dadurch hat man dann wieder weniger Earnings, also geringeren Verdienst, dadurch hat man weniger Spieler und ihr merkt, dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Wenn wir nämlich noch weniger Spieler sind, dann werden wir ein noch größeres Überangebot haben an den Schuhen und ihr merkt schon, das Problem ist kein einfaches. There than users, which once again brings us to our original step. And on it goes. You see how this flywheel could spiral out of control? But here's the thing, all these issues are out in the open. So what's the team going to do about them? Well, it ultimately comes down to creating levers to control supply and demand and keep everything stable. Like if prices are dropping too much, they could increase demand or decrease supply. Or if prices are going up too much,
They could pull the opposite levers to control demand. Sag nochmal genau das, was ich auch gerade meinte. Sie brauchen einfach irgendeinen Regler, um dann eben reagieren zu können. Ganz egal, in welche Richtung es geht. Sie müssen einfach in der Lage sein, meinetwegen die Nachfrage nach GST zu erhöhen, weil es zum Beispiel irgendeine krasse Aktion gibt, oder die Nachfrage zu senken, weil es eben gerade unattraktiv ist. Und das müssen sie eben in der Lage sein zu kontrollieren. Demand, the team can adjust the number of daily invite codes that are given out. Decreasing that number slows the rate of growth and the overall demand. To increase demand, they plan on building new features that make people want to play more. Some ideas include buying carbon offsets with their treasury funds, so people who like the environment can feel good about playing the game. They've also talked about adding a leaderboard and other competition-based features. That way, people may want to play to beat their friends rather than just focusing on maximizing earnings. On the supply side, if prices are rocketing too quickly, then the team can give out double earnings for some period of time to increase the supply and cool down the market. They could also adjust minting costs to include both GST and GMT, or even take into account the USD value of GST, so that it's dynamically adjusted and not... Ja, vollkommen richtig. Also man kann entweder überlegen, dass man zum Beispiel Aktionen bringt, wie du kriegst doppelte GST, wenn man gerade ein bisschen Inflation schaffen will, weil der Kurs zum Beispiel zu hoch ist gerade, da kann man eben auf einmal doppelte GST fürs Laufen bekommen und plötzlich gibt es wieder viel mehr und der Preis sinkt. Oder aber man muss eben deutlich mehr attraktive Möglichkeiten finden, um GST einzusetzen. Dort wollen die jetzt zum Beispiel so ein Leaderboard bringen, hat er ja gerade erzählt, also dass man eben sich mit seinen Freunden duellieren kann oder mit seinen Nachbarn oder mit seinen Sportkollegen oder mit seinen Schulkameraden, keine Ahnung. Man kann auf jeden Fall sich dann ein bisschen duellieren. Man wird wahrscheinlich auch irgendwie kosmetische Dinge einbauen. Und wenn das alles so kommt und man genug Möglichkeiten findet, GST wieder auszugeben, dann haben wir auch wiederum ein vernünftiges, funktionierendes Ökosystem, das sogar auskommen würde ohne neue Spieler. Und das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Geschichte. Also er sagt es gerade schon, es ist alles noch offen. Was er auch noch erwähnt hat, ist eine dynamische Minting-Formel. Das heißt also, dass sich die Kosten für dieses Paaren von Schuhen regelmäßig an den Kurs orientiert und nicht mehr einfach von vornherein einmalig festgesetzt wird, sodass man dann auch noch reagieren kann und das meinetwegen teurer oder günstiger machen kann, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Wir sehen allerdings, dass Deppen und das Team sich schon Gedanken gemacht haben. Es gibt bereits so eine Dynamik da drin, aber die sind halt doch mit Werten kalkuliert, die aktuell doch sehr, sehr weit entfernt sind. Und von daher, all das, was wir hier an Dynamik erleben, kommt gar nicht zum Greifen, solange wir zum Beispiel nicht über 4 Dollar sind. Da müsste man sich vielleicht nochmal ransetzen und das mit der aktuellen Situation so ein bisschen vereinbaren. Include both GST and GMT. Or even take into account the USD value of GST, so that it's dynamically adjusted and not just the same flat fee of like 300 GST, for example. On the NFT sneaker side, they can reduce the supply by letting players combine or burn their lower level sneakers to create higher level ones. This lets players upgrade their earning potential, but it also reduces the excess supply that could kick off the death spiral if things get out of hand. Und das ist auch etwas Spannendes. Also ich glaube, er hat so oberflächlich angeschaut, aber ich kann euch verraten, das, was er hier gerade vorgeschlagen hat, dass man also zum Beispiel 2 Schuhe verbrennt, um einen neuen zu bekommen, der dann stärker ist, gibt es tatsächlich. So hat Steppen jetzt vor kurzem eingeführt, das sogenannte Recycling. Ihr könnt 5 Schuhe einer einfachen Kategorie wählen und könnt die verbrennen, um dann einen Schuh einer höherwertigen Kategorie zu bekommen. Also ihr könnt 5 sogenannte Common, also gewöhnliche Schuhe, umtauschen in einen Uncommon, also einen ungewöhnlichen Schuh. Der ungewöhnliche Schuh hat dann von vornherein stärkere Werte und bringt euch mehr Reward, weswegen das durchaus attraktiv ist. Und so reduziert man dann die bestehenden Schuhe am Markt und das wiederum führt dann natürlich dazu, dass man diese Todesspirale, die wir da gerade gesehen haben, umgehen kann. Steppen team, because they wrote a whole blog post on the sustainability of play-to-earn games. Clearly, they have been thinking about this a lot, and they're genuinely trying to create a game that's not a Ponzi. So, does that mean I think they've succeeded and I want to invest in them? No, not at all. It's super obvious that GMT's hype is dying down, and with significant inflation on the horizon, it could sell off even more. They're also still at a massive $5 billion fully diluted value, even after a 75% drop from all-time highs. I also think that they're a long way from building a truly sustainable game. A lot of their features and tokenomic levers are still not out yet. They do have a shot at- Also es kommt doch ein bisschen viel, das mal kurz. Er sagt auf jeden Fall, er selber ist nicht wirklich daran interessiert, da rein zu investieren. Er sagt, sie sind noch sehr, sehr weit entfernt davon, dass es ein nachhaltiges Spiel wird.
Es ist zwar aktuell kein richtiger Ponzi, aber es ist auch noch nicht kein Ponzi. Also die gleiten quasi gerade dazwischen. Ganz generell hat er eigentlich ein gutes Gefühl, weil die sich doch sehr viel Mühe gegeben haben und sehr umfangreiche Blogposts geschrieben haben, auch zum Thema Umwelt und so weiter. Aber alles in allem ist er doch sehr skeptisch und ist momentan nicht bereit, da irgendwas zu investieren, weil er einfach sagt, es ist viel zu unsicher, was da noch kommt. Und es wirkt momentan auch so, als würde der Hype so ein bisschen weiter abflachen und wir vielleicht auch noch gar nicht am Boden sein. By the way, if you like my analysis of Stepin, then be sure to watch this video, where I analyze Justin Sun's stablecoin. Kann ich euch auch empfehlen. Guckt euch auf jeden Fall seine Videos an. Er macht einen richtig, richtig guten Job. Chapeau. Vielen Dank für diesen Input. Hat mich mal wieder sehr viel weitergebracht. Coole Gedankengänge, die er da hatte. Zum Schluss sagt er noch sowas wie, er kann sich vorstellen, dass vielleicht nochmal ein anderes Projekt für Stepin überholt, die dann Stepin als Vorbild haben und einfach ein besseres Stepin sozusagen bauen. Das könnte er sich vorstellen. Er kann sich auch vorstellen, dass sie das Ruder rumreißen können. Aber nur, wenn sie ein bisschen mehr Wert auf das Thema Unterhaltung legen, ein bisschen wegkommen von diesem einfachen Bewegen und Geld verdienen, sondern es muss auch noch Entertainment mit rein. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Vielen, vielen Dank. Und während wir sprechen, steigt der Kurs gerade so ein bisschen. Das ist doch mal ein positives Zeichen. Also ich gebe euch vielleicht nochmal abschließend meine Meinung zu dem Ganzen. Denn ich habe ja nicht nur mittlerweile die offizielle Stepin-Gruppe bei Telegram, sondern ich bin auch in einer Mod-Gruppe von Stepin Worldwide. Das heißt, ich habe dort mit allen möglichen Admins der anderen offiziellen Gruppen zu tun. Und ich kann euch zumindest sagen, was ich erfahre. Also wir und auch die ganzen Kollegen, die wir dort haben, sind alle sehr, sehr bemüht. Alle bemühen sich darum, dass ihre Communities viel lernen können, ihre Fragen beantwortet bekommen und vor allem eben auch Spaß bei dem Ganzen haben. Auch wenn es aktuell schwierig ist, weil natürlich viele berechtigterweise auf den Kurs schauen und der ist momentan einfach nicht rosig, aber es wird sich sehr, sehr stark bemüht. Und es gibt auch immer wieder spannende Ideen und auch relativ schnelle Umsetzungen. Also alles in allem kann ich euch von mir aus sagen, dass ich nach wie vor zuversichtlich bin. Ich selber verkaufe keinen einzigen meiner Schuhe. Ich habe die letzten Wochen stark akkumuliert. Ganz einfach, weil ich langfristig an das Ganze glaube. Ich sage euch aber auch, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn jetzt ganz zeitnah vor allem irgendwelche neuen Features kommen, die mehr GST erfordern. Denn wir sind jetzt bei 11 Cent. Ich meine, wenn wir noch viel länger warten, dann wird es, glaube ich, fast unmöglich, da noch die Kurve zu bekommen. Ja, das war's für heute. Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Meine kennst du jetzt. Ich bin nach wie vor relativ bullish, weil ich das große Ganze sehe, bin aber auch ehrlich zu euch, wenn es weiter so läuft wie die letzten Wochen, dann wird sich meine Meinung auch mittelfristig ändern. Das tut sie aber bislang nicht. Jetzt bin ich gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ich hoffe, ihr hattet einen Mehrwert bei dem Video. Besucht Coinsider, gebt ihnen ein Abo und wenn ihr schon im Fluss seid, abonniert auch meinen Kanal. Ich wünsche euch jetzt ein wundervolles Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag wieder zum Wochenreport. Ich wünsche euch bis dahin good walks und better rewards, falls du ein Stepper bist. Ansonsten bleibt mir alle gesund und bis bald. Ciao!